besorgt. Ich springe jetzt zum letzten Meilenstein, denn diesmal mache ich sie wieder alle. Ja, ich mache wieder alle Meilensteine. Ich weiß, ich habe es beim letzten Mal so vergessen gehabt und es tut mir eigentlich auch total tierisch leid. Aber was will man machen, wenn da vorne die Polizei ist? Was soll der Blödsinn denn? Du lässt mich hier voraus und dann machst du mir die Polizei direkt davor. Das finde ich nicht gut. Das finde ich ganz und gar nicht gut. Da ist sie immer noch! Hau ab, Polizei! Ich kann dich hier echt nicht gebrauchen, wenn ich jetzt mal, wenn ich den Meilenstein machen will. Das ist nicht fair von dir. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Oh, was soll denn der Blödsinn? Komm, fahr jetzt hier an mir vorbei. Wir sind glücklich, wir sagen einmal Hallo. Und dann hat sich die Sache erledigt, okay? So, ansonsten muss ich hier so lange stehen bleiben und mein schönes Auto bewundern, wo mein Logo drauf fehlt. Geht das eigentlich, dass bei Need for Speed Most Wanted mein eigenes Logo drauf machen kann, beziehungsweise eine eigene Grafik einfügen kann? Wenn ja, sagt es meinen Grafikern! Och Gott, nee, das ist jetzt ernsthaft nicht wahr, oder? Na warte, dich krieg ich. Dich krieg ich. Ja, hier ist ein Tabula Rasa. Tabula Rasa? Na, ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe ihn gerade gerammt und... Ja. Darf ich mich doch mal wieder zu einem Verfolgungsstopper bewegen? Ich arroganter Drecksack in meinem geilen Mercedes SL500, der total genial und super toll ist. Und nur arrogante Menschen besetzen so ein Auto. Und deswegen besitze ich auch so ein Auto und fahre jetzt hier einfach in ein Versteck, welches gleich aufploppen wird, da mich sowieso gleich auf Entkommen stehe. Habe ich nicht gesagt, das ist ein Versteck, wo ich mich verstecken kann? Aber nein, ich fahre leider dran vorbei, weil ich dachte, es wäre auf der anderen Seite irgendwo zu finden. Naja, egal genug von mir und meiner Arroganz. Wir sind versteckt, wir sind entkommen und wir können uns jetzt dann versuchen, darum zu kümmern, dass ihr im Polizeifunk bitte mal die Klappe haltet. Dankeschön. Und wir dann jetzt versuchen können, da vorne unseren Meilenstein zu erreichen, der in einer ziemlich engen Kurve gelegen ist, aber ein professioneller Fahrer, der dafür nicht bezahlt wird, wie ich, wird das natürlich schaffen, denke ich mal. Und wenn nicht, dann bin ich traurig, denn ich fahre in die Tankstelle rein, die ich eben gerade zerstört habe. Was total sinnvoll ist, weil dadurch schaffe ich das natürlich viel, 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 viel besser, das hier alles zu schaffen. Also fahren wir von einer anderen Stelle Richtung Meilenstein, beziehungsweise um uns ein bisschen Schwung zu holen, weil ich nicht weiß, nicht wie schnell ich sein muss und mir fehlt die Musik. Rocco, ja, wer kennt den lieben Rocco nicht von Pokémon? So, mit dem Speedbreaker hier rum alles rausgeben, alles raushauen und wir sind zu langsam. Wie sollte es auch anders sein? Nach so einer Kurve kann man nicht schnell genug sein. Also, versuchen wir es anders. So, jetzt sollten wir richtig gut Speed kriegen. Ja, kriegen wir. Alles hintersetzen, bitte lass mich nicht schneller als 200 fahren müssen. Ich bin schnell genug. 198 km/h, punktgenau haben gereicht. Und dann kann ich jetzt gucken, geradeaus, nach rechts und dann sind wir auch schon da. Und dann machen wir hier das letzte Rennen gegen Case. Oder Casey, Katze, oder die Katze, genau. Du bist meine kleine Katze, miau. Deswegen werden wir dich jetzt ein bisschen stutzen oder ins Wasser werfen, ins kalte Wasser, denn Katzen stehen ja darauf. Nicht so wirklich, aber das ist halt im Case und sie wird mit ihren eleganten Gesichtern machen. Und wir freuen uns dann darüber natürlich, dass wir sie einfach grundlos in den Boden stampfen werden. Denn wir wollen ja hier weiterkommen. Also machen wir zwei Sprintrennen gegen Kings. Herausfordern. Und vorher brauche ich noch einen Schluck Milch. Ah. Ja, ihr merkt schon, irgendwie habe ich immer einen Leitspruch. Und Case bringt direkt mal Besucher mit. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich war noch gar nicht richtig cool drauf, wisst ihr? Ne, hier, die macht alles kaputt und so an der Bushaltestelle, was ich total cool von ihr finde. Und sie hat einen wunderschönen Mercedes, also ich hoffe, ich kann den gewinnen. Auf wenn mir Listen gesandt wurden, wo drin steht, wo die einzelnen Fahrzeugscheine sind. Ich habe die sofort gelöscht, weil ich möchte sie nicht haben. Danke trotzdem alledem, dass ihr mir zugesendet habt. Könntest du von mir aus auch hier drunter posten, mir ist das egal. Das zählt für mich nicht als Spoiler. Eigentlich wollte ich mir jetzt eine Zigarette machen und... Die mache ich mir auch und weil dann werde ich das gleich neu starten, weil ich möchte mir jetzt erstmal schön gemütlich während dieses Sprintrennen eine rauchen. Ja, das habe ich mir verdient. Und ja, mir wurde zu Ohren getragen, dass es euch so vorkommt, als
Naja, würdet ihr mit mir richtig Auto fahren? Und neben mir sitzen? Und ihr denkt ernsthaft, ich würde so im Auto abgehen? Ja, könntet da sogar recht mit haben. Ich weiß nicht, wie ich im Auto abgehe. Ich achte da selten drauf. Meistens fahre ich alleine Auto. Woran das wohl liegt? Keine Ahnung. Könnte an meinem Fahrstil liegen, den ich im Real Life habe. Ja, und ihr habt es gesehen, ich habe nicht neu gestartet. Nein. Ich bin so geil, dass ich der Case jetzt erstmal ein bisschen hinterher fahre. Oder Katze oder Kutze oder Krotze oder keine Ahnung, wie sie heißt. Ist mir jetzt mittlerweile auch egal. Dass ich der Ollen einfach hinterher fahre, ja, eine Abkürzung benutze und mich einfach vor sie mogle. Haha. So, den Mercedes wieder unter Kontrolle bringen und die Case natürlich wieder vorlassen. Denn sie muss mir ja hier den Weg zeigen und bereiten, denn ich kenne mich hier null aus, aber sie weiß, wo es lang geht. Wir haben schon 26% geschafft und natürlich weiß sie auch, wo es lang geht. Ich kann die Minimap lesen. Oh Gott, ey, also... im Gerade... finde ich, hat der Mercedes einen kleinen Nachteil. Nämlich, man kann enge Kurven nicht wirklich schön mit ihm nehmen, finde ich. Aber das wird sich mit den nächsten Upgrades verbessern. Und ich werde ihn ja noch mindestens eine Saison lang fahren. Ja, Saison lang. verdammt! Das sah eigentlich ganz schön aus. Ich wäre auch an sie vorbeigekommen vor allem. Aber leider Gottes war da mir etwas im Weg. Aber wir haben eh nur 44% bisher geschafft. Das heißt, 56% noch für mich zu schaffen. Ja, musst du mal kurz im Kopf rechnen und Mathematik anwenden. Und Leute. Soll ich euch was erzählen? Futurama geht weiter. Ja, ich liebe Futurama und es geht weiter. Und ich habe den falschen Mickey eigentlich gewählt. Aber so konnte ich mich vor Case widersetzen und sie ein bisschen ärgern. Und ich habe mir alle Folgen schon auf Englisch angeguckt. Also auf Englisch läuft es nämlich schon seit Juli. Auf Comedy Central lief da 12 Folgen. Und genial! Einfach nur genial, kann ich euch sagen. Also ich habe mich mal wieder verliebt. Die Geschichten werden weitergeführt. Die 5. Staffel waren die 4 Filme und... vielleicht haben wir ja Glück und es wird noch eine 7. Staffel geben und ich freue mich einfach drauf, weil Futurama hat einfach so einen genialen Witz. Ich beömmel mich da jedes Mal bei. Aber nicht nur dabei, auch bei den Simpsons und bei vielen anderen Serien, und die Case hat hier diese Kurve besser gekriegt.